Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe hier von Forza Horizon 3. Und ja, es geht wieder weiter mit dem Forza-Quartett. Und ja, wir haben eine kleine Änderung zum letzten Mal. Aber bevor ich die euch erzähle, erstmal hallo an alle Teilnehmer. Mit dabei der Andi, der Tamin und der Chucky. Grüßt euch. Hallo. 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 Ja, und eine kleine Änderung, die wir gemacht haben, ist, wir haben jetzt den Wagenpool jedes Starters von 5 Fahrzeugen auf 4 reduziert. Dadurch soll es vielleicht ein bisschen schneller vorangehen, weil beim letzten Mal mussten wir es ja abbrechen, weil wir einfach keinen Sieger oder keinen K.O. bekommen haben. Sagen wir es einfach mal so. Vorteil war halt, jeder konnte bis zum Ende mitspielen, aber naja, wir wollen ja auch, es müssen ja Leute auch rausfliegen. Ja? Jetzt schreie ich es so an und wahrscheinlich bin ich der Depp, der dann nachher rausfliegt. Egal. Des Weiteren für all diejenigen, die zum ersten Mal einschalten, ganz kurz erklärt, Forza-Quartett kann man mit Auto-Quartett so ein bisschen vergleichen, beziehungsweise mit Super-Trumpf, ja, ist ja eigentlich Trumpf. Und zwar geht es darum, jeder Spieler hat per Zufallsgenerator 4 Fahrzeuge bekommen, die wir danach der Reihe nach abarbeiten. Wir werden in verschiedenen Disziplinen antreten und der Sieger bekommt die Fahrzeuge der 2 Verlierer. Der Zweitplatzierte behält sein Fahrzeug. Sollte jemand rausfliegen, also nur noch 3 Spieler mit dabei sein, dann gibt es diesen rettenden zweiten Platz nicht mehr. Das heißt, der Sieger bekommt die Fahrzeuge des zweiten und dritten dann in dem Fall. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob überhaupt jemand rausfliegt. Ihr seht schon, das sind tatsächlich unsere ersten Fahrzeuge, denn es gab einen Vorschlag das letzte Mal und zwar, wir losen nicht den Spieler aus, der als erstes ansagt, was wir machen, sondern wir losen einfach die Disziplin aus, weil es als erstes kommt. Und das macht, glaube ich, so diesen zusätzlichen Nervenkitzel, weil wenn wir hier sehen, da haben 3 Leute von uns, würde ich sagen, schon einen richtigen Knaller. Auch wenn das ganz linke Fahrzeug an sich genommen auch ein richtig geiles Auto ist, aber halt jetzt im Vergleich zu denen wahrscheinlich in fast jeder Disziplin verlieren könnte, warten wir aber mal ab. Ich würde einfach mal sagen, ich lasse den Zufallsgenerator laufen und die erste Disziplin ist Gefahrenschild. Oh, what? Geil, das hatten wir noch nie. Und Gefahrenschild heißt Weitsprung. Und ja, ich würde einfach sagen, wir nehmen einfach das, was hier so am nächsten ist. Und das ist, glaube ich, das links da bei der Goldmine oder bei der Mine oder was es ist. Ja, Goldmine. Das habe ich sogar noch gar nicht gemacht, merke ich gerade. Interessant. Ja, dann von wo fährt man das am besten? Von links wahrscheinlich, oder? Nee, so von den von rechts. Ja, genau. Von den Dünen aus. Ja, die Rampe ist auf jeden Fall im Osten. Also geht nach Westen. Ja, man kann ja Gefahrenschilder in beide Richtungen springen. Ja, aber die Richtung von Osten aus ist effizienter. Dann machen wir von links, das ist okay. Ja, ich weiß nicht, müssen wir dann über die Dünen kommen und dann... Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass du an einem Baum hängen bleibst, ist hoch. Da können wir ja mal kurz hinfahren einfach, dann gucken wir uns das einfach mal an. Wie genau steht es denn jetzt eigentlich mit dem, wenn man nur 2 Fahrzeuge hat, dass man dann auswählen kann? Genau. Haben wir das gesagt das letzte Mal oder haben wir das nur im Stillen gesagt? Als Idee angerissen, glaube ich. Oder dass man es mal machen könnte. Genau, also die Idee ist, wenn jemand nur noch 2 Fahrzeuge hat, dann darf er, bevor die Disziplin entschieden wird, entscheiden, welche von beiden er nimmt. Kleiner Negativpunkt, diese Rampe kann man nur von einer Seite nehmen. Sicher? Ja. Ja. Oh ja. Ja, komm, ihr stellt euch nicht so an. Und da hinten durch die Bäume durchkommen wird auch nicht so leicht. Also da steht ein Baum, das reicht für mich schon. Ja, aber den kann man ja wegnehmen, den einen da. Das Problem ist, das Ding zu treffen, oder? Ich würde sagen, wir fangen von hier an, oder? So ein bisschen von der Straße und dann muss man ein bisschen abbiegen. Das müsste eigentlich ja gehen, oder? Wenn wir hier an der Kreuzung anfangen. Müsste ja kein Problem. Ups, sorry. Entschuldigung. Nee, ich möchte nicht als Erster. Ich auch nicht. Ja, ich mache freiwillig, ist ja kein Problem. Ich muss mir das nur kurz mal markieren, dass ich da nicht daneben. Ah, davon, man sieht es ja sogar, wenn man genau guckt. Also, ups, ja. Entschuldigung. Ja, man fährt da und dann drüber und der es am weitesten schafft, ne? Ja. Das ist quasi der Plan. Okay, der Audi blinkt schon auf, dann fahren wir da halt mal los. Da hat der Bugatti ja schon gute Vorteile. Ich bin fett. Allrad. Ja, du bist schwer, aber du hast fett drauf, mein Auto auch. Ja, komm, gib mal das ist ja richtig scheiße, da kommt man vor. Oh nein. Okay, ich muss nochmal neu, weil ich wusste nicht, dass... Also, warte mal, also ich glaube, jeder macht mal einen Probesprung, ausnahmsweise, weil...
Die Rampe ist ein bisschen für den Arsch. Okay, der Chucky wusste natürlich wieder, wo er hinspringen muss. Okay, ihr wisst natürlich alle, wo man hinspringen muss, nur ich nicht. Das gibt's ja wieder nicht, ey. Naja, war ja nur der Probesprung. Ja, ja, ist okay. Ich bin der einzige Depp, der natürlich voll in die Mine springt. Ich wusste nicht, wohin man da springen muss, ey. Ist kacke. Ui. Boah. Entschuldigung, ich kommt weiß nicht, dass an Bugatti geflogen. Blalalala. So. Irgendwann werde ich auch mal ankommen. Da so. Ist er doch. Probieren wir es jetzt nochmal. Also ich muss da zwischen die Dinger springen. So viel habe ich jetzt auch schon verstanden. Geil, ist ja gar nicht gezählt. Ja, was ist denn das für eine Kacke? Okay. Hä, wieso zählt das jetzt nicht? Bin ich zu weit links gewesen? Gut. Also, für mich gibt's da noch einen dritten Versuch. Meine Güte, wenn ich es dann wieder nicht hinkriege, dann ist halt. Ja, bei mir auch. Ist auch nicht gezählt? Nee. Ja, ich habe das Ding halt leicht gestriffen, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Bei mir hat der den Sprung gar nicht angefangen. Ja, ja, eben, bei mir auch nicht. Ist das gar nicht erst so durchgeraddert? Ja, ja, bei dir auch nicht. Schon wieder. Ach, wisst ihr was? Trick 7, ich port mich einfach neu hier hin. Das löst alle Probleme, habe ich gehört. Emma. Probieren wir es einfach nochmal aus. Also bei mir hat's gezählt, ich hör, dass du nicht ersprungen werden. Ja. Schon wieder nicht. So, ja, ich hab's jetzt. Wir runden einfach auf. Also, was beziehungsweise mein, bei 0,5 Runden war auf, bei 0,4 Runden war ab. Ja. Nein, nicht mein Probesprung, wenn das okay ist. Weil das war der einzige, der jetzt gewertet hat. Ja, okay, passt schon. ich hab 124. Ja, komm weiter. Ich hab 81. Ja, 18. Bei mir war der Probesprung 120. Er nimmt einfach das Höchste, was ihr hattet. Okay, dann habe ich ja am meisten sogar. Bäm! Mensch, Ultima 720. Wer erinnert sich noch an das Flugzeugtuning, was ich in Forza Horizon 2 hatte? Ich glaube, da haben wir jetzt mal Zeit für eine Neuauflage. Ja, schon die Serie, dass du gut machst. Okay, das heißt, ich gewinne. Wer hat jetzt verloren? Tamin hat mit Abstand verloren, glaube ich. Und wer war dann der zweite Verlierer? Der Ariel, ne? Nee, der Bugatti. War der 118, ne? Der Fahrer ist halt zu fett, ja. Ja, der Bugatti ist zu fett einfach. Das muss man mal sagen. Okay. Chucky behält sein Fahrzeug und gut. Dann würde ich sagen, also ich habe ja gewonnen. Dann geht's ja in die zweite Runde. Ich port mich trotzdem einfach mal. Achso, nee, warte mal. Wir können das Auto ja herholen. Nee, ich sage jetzt, genau, wir machen so. Ich sag an, was als nächstes kommt. Entschuldigung, Leute, da draußen. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind, hatte einen stressigen Tag. Egal. Was machen wir denn als nächstes? Was haben wir denn? Ich würde sagen, wir machen ein Rennen. Soll ich welches auch schon sagen? Ja, komm. Und dann. Nehmen wir einfach das da. Und zwar die Redstone-Piste querfeldein. Oh, querfeldein immerhin etwas. So. Port mich da mal hin und dann. Moment, da kann ich mir aber denken, was Ray hat. Aber ich kann jetzt. Wenn ich das Event erstelle, Anything Goes mache. Ich muss übrigens noch leider werden, merke ich gerade. kann ich ja das Fahrzeug für mich schon auswählen. Ihr müsst euch halt vorher schon besorgen, ne? Weil die Zeit sonst nicht reicht, wahrscheinlich. Ja, wer vergisst denn das jede Folge? Keine Ahnung. Das ist so ein. Also, so einer kann ich. Tja. So eine Flachpfeife, glaube ich. Ja. So, Anything Goes, Open Class. Jetzt denken bestimmt auch die Zuschauer erstmal, was hat jetzt der Ray für ein Fahrzeug? Ich kann es mir denken. Ich glaube, es ist eins von mir. So, Kollision lassen wir ein, natürlich bei so einem Rennen. Das ist auch klar. Darf ich eh entscheiden? So, egal. Ich habe. Jetzt muss ich erstmal. Oh Gott, das ist ja nach Klassen sortiert. Ah, nee, warte mal, ich kann den Filter ändern, oder? Die Sortierung nach Hersteller, weil sonst finde ich das nicht.
So, ich habe das da. Bei mir erstellt Ray noch gar keine Veranstaltung. Doch, eigentlich schon. Jetzt müsste eigentlich die Einladung rausgehen. Nö. Ah, jetzt. Weil normalerweise zeigt er das ja schon vorher an. So, ich hoffe, ich habe richtig gepokert. Auch wenn das Fahrzeug, was ich habe, nicht fürs Gelände geeignet ist, ja. Aber ach so. Es kann auf jeden Fall besser bei nicht so geilem Untergrund. Sagen wir es einfach so. Ja, gut, das war jetzt die einzige Kategorie, wo meiner vielleicht ein bisschen was reißen kann. Ich meine, zweiter Platz ist auch nicht schlecht. Man behält immerhin das Fahrzeug, ja. Ist ja auch schon mal nicht so schlecht, ne? So, was haben wir denn Schönes? Befürchtung, Audi, dass es nicht klappt. RS4, SLS und Shelby GT5. Okay. Ja, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja, ich glaube, ich werde der Letzte. Ja, ich darf mich noch nicht wieder 10-mal überschlagen. Weil das war mir fast klar, dass du den Delta hast. Ja, ich meine, ist doch gut. Sag dann schon mal Tschüss. Sorry, Viper. Alles gut, hab den Jackpot noch nicht. Ja, hab gleich die Druckzone. Das Ding ist einfach so ein Killer. Ja, deiner liegt aber noch weitaus höher als meiner. Ja. Ihr habt immerhin Leistung, ja. Du hast immerhin Allrad, oder? Du hast ein Audi, oder? Ja. Ja, eben, du hast Allrad. Also ich. Aber die Offroad-Strecke geht eigentlich noch. Das sind jetzt gar nicht so die krassen Sprünge drin, oder? Ja, ich nein, dann kommt SLS ist es schon tödlich hier. Okay, ich wollte gerade sagen, da muss ich den SLS eigentlich fragen, weil ich merke nämlich mit dem gar nichts. Ich fahre da drüber. Der SLS ist tief, also ich setze hier permanent auf gerade. Ja, vor allem, da kommt halt noch so ein Flugfeldabschnitt. Da habe ich keine Chance einfach. Wenn die doch sogar schön driften noch. Wenn die beiden anderen mal Traktion haben, dann kann ich immer rumgucken. Ich hab sogar hier. Oh, jetzt kommt richtig fiese Stellen hier mit dem. Ah, okay, alles gut. Ja, es wurde auch mal vorgeschlagen in den Kommentaren, dass wir mal auch so eine Kategorie machen. Also quasi so, wie wir es bei den Klassenduellen machen, dass wir sagen, nur die und die Klasse oder sowas. Das werden wir sicherlich auch mal machen, so als Special einfach. Oder auch mal auf Blizzard Mountain sowas machen. Aber wir dachten jetzt mal einfach mal wieder eine normale Folge erstmal. Erstmal das Format wieder ein bisschen anheizen. Das war's, Mercedes. Oh Gott. Wie hast du dich denn da abgeschossen? Meiner hat sich auch ein paar richtig fiese Stellen, ey. Auf die sich quer zu stellen. Na klar. Einfach mal eine Rampe. Wen habe ich denn den Daimler zu verdanken hier? Den SLS? Keine Ahnung. Ich dachte, der AMG GT haben wir schon oft genug gesehen. Und der SLS mit seinem Sauger V8 ist doch geil. Ja, er hat zwar schön Kraft, aber das bringt ihm nichts, wenn er permanent aufsetzt. Und in dem Rennen bringt es ihm nichts, nee. Ja, aber nicht nur das Fahrzeug, sondern auch die richtige Kategorie ist die halbe Miete. Und in dem Fall habe ich alles richtig gemacht. Und ja, der Mustang hat's tatsächlich geschafft. Nicht schlecht. Der hat sich auch sogar ziemlich gut geschlagen. Ja, wenn der halt eine Leistung hat, kann ich nur drum gucken. Der hatte kaum Traktionsprobleme, komischerweise. So, ja, wir haben damit schon mal dann den ersten Kandidaten, der nur noch zwei Fahrzeuge hat. Und der. Hallo. Echt? Ja, und der darf. Hier. Also, Andi in dem Fall. Hallo. Ja. Und der darf sich quasi jetzt entscheiden, welche von beiden er nimmt. Wobei eigentlich ist es egal, weil wenn das nur keinem, er kann es ja keinem verraten, was er hat. Deswegen kann er sich auch erst entscheiden, wenn das Rennen schon ansteht. Also ja, im Prinzip entscheide ich, sobald es soweit ist einfach. Wäre das nicht eher am sinnvollsten, weil das macht ja sonst gar keinen Sinn. Nee, macht's auch nicht, weil ist ja auch Quatsch. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich entscheide mich für das und keiner weiß, was das ist, weil beide ja ein Fragezeichen sind. Also ja. Wie gesagt, ich bin heute ein bisschen durch den Wind, passt schon. Ich darf wieder die nächste Kategorie auswählen. Und puh, was machen wir denn jetzt da?
Wir machen. Puh, gute Frage. Wir machen einen. Preisvergleich aufsteigend. Das heißt, das Fahrzeug mit dem niedrigsten Preis gewinnt. Wow. Dass so. Das ausgerechnet jetzt kommen muss. Ja, so. Komm, ich kann meine Karre eh abgeben. Okay, und das werde ich dann wahrscheinlich auch können, obwohl ich weiß es gar nicht, was kostet denn der? So, jetzt. Ich erinnere mich gerade, ich habe voll das Déjà-vu zur letzten Folge oder zum letzten Mal. Da habe ich auch so gut gestartet und habe voll viel einkassiert und am Schluss habe ich richtig verkackt. ja. Ich hole das Auto jetzt einfach mal her, komm, dass wir es auch sehen, was wir hier haben. Okay. Die 10.000 Zahl gebe ich jetzt mal aus. Die ziehe ich dann aber von das, was eigentlich kostet, ab. Nee, okay, machen wir nicht. Macht keinen Sinn. So, okay. Oh, okay. Okay, okay, okay. Das ist eine Civic. Das sieht nur keiner. So. Ich gehe mal kurz in den Drohnenmodus. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ist, ja, vier schöne Fahrzeuge auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich vermute, ich weiß es jetzt nicht, aber ich vermute mal, Andesigner wird der teuerste sein. Wie viel kostet der? 170.000. Und dann die Viper, der Viper in der Viper. 95.000 ist zwar günstig, aber da ja, steht noch ein Ami. Was kostet der Q50? 100.000. Yes! Ja, klar, Camaro 45.000. Sehr geil. Ja, damit hat aber Tamin seinen Wagen gerettet, ne? Ja. Ja, alles klar. Dann. Gut, dann kann ich gleich das nächste Auto rausziehen. Dann das, dann das so. Das dann hab ich ja nur noch zwei. Willst du mir jetzt ehrlich sagen, dass ich gleich raus bin? Also ich hab noch zwei. Ich hab noch ein. So, ja, jetzt treten zwei Regeln gleichzeitig in Kraft. Einmal, Chucky darf natürlich sich entscheiden, welchen von beiden er verwendet, die er noch hat. Ich denke mal, er weiß, welche beiden er hat. Und Andy hat nur noch einen. Das heißt, Andy darf jetzt mit seinem letzten verbleibenden Fahrzeug die Kategorie bestimmen. Also ich habe jetzt zwar gewonnen, aber ich darf jetzt mir nichts mehr entscheiden, weil Andy quasi das seine letzte Rettung wäre. Und deswegen hat Andy jetzt mit seinem letzten Fahrzeug die freie Wahl der Kategorien. Also nochmal kurz zur Erklärung, was für Kategorien es gibt, auch an die Zuschauer. Es gibt den Preisvergleich ab- oder aufsteigend, es gibt das Track Race, es gibt einen Bremstest, es gibt das Gewicht ab- oder aufsteigend, es gibt Rennen, egal welches, Sprint, Offroad, was auch immer, ist scheißegal. Dann gibt es den V-Max-Test, eine Driftzone, Blitzer, Blitzerzone und das Gefahrenschild, was man quasi testen darf. Ja, so fahren darf. So, ich hole auch mal mein Auto einfach schon mal her. Wobei, ich hol's noch nicht her, weil sonst könnte ja Andi jetzt abwiegen, was er macht. Deswegen warte ich mal ab. Er soll erstmal ansagen, was er machen will. Ich weiß es nicht. Sag an, was du machen willst. Ja, irgendwas wird das Auto doch können. Ja, Rundkurs. Rundkurs, okay. Welcher? Südstadt-Rundstrecke. Ist in Paradise im Süden. Südstadt-Rundstrecke, alles klar. Ich port mich schon mal hin. Ich wähle das Auto dann einfach. Zu aus. Eins kann ich aber schon mal sagen, würde es einen Test geben, welcher die Dezibel-Lautstärke des Motorengeräusches oder das Auspuffgeräusch werden würde, dann würde ich bei dieser Kategorie höchstwahrscheinlich richtig auf die Fresse fliegen. Das ist so. Ein Tester. hab ich das gesagt? Ja, aber das einzige Mögliche. Wenn es ein Tester ist, dann habe ich mich in dem Sinn schon mal gar nicht so schlecht entschieden. Gucken wir mal, ne? So, wieso, Renneinstellung. Was hast du denn? Ein Supersport von 2014? Kollision ein oder aus? Musst du entscheiden. Machen wir mal aus, ne? Aus, okay. Das sah gerade sehr komisch aus.
Ein F-34er Skyline mit einer Aerial Atom Dipper an der Front. Oh, Skyline? Eieiei, okay. Da stehen meine Chancen gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Scheiße. Okay. Oh, ja. Selbst der Atom hat verloren. So, ich weiß leider noch nicht, was jetzt gleich kommt. Ich weiß aber, wie schon gesagt, von der Lautstärke her werde ich keinen Preis gewinnen. Ich weiß vor allem, dass es ziemlich deprimierend wird, weil die ersten so 20, 30 Meter wird der Tesla mich hinter Beschleunigung abziehen. Wer sagt denn, dass ich einen Tesla habe? Ich? vielleicht wird er auch ein Familienwagen. Prius könnte es auch noch vielleicht sein. Vielleicht fahre ich auch den Porsche 918 im Elektromode. Ja? Ach so, mit den 30 PS. Ne, das sind ein paar mehr beim 918. Der hat ja 200, weiß ich wie viel PS. Ja, mit denen kommst du aber auch nicht weit. Doch, die ersten Meter schon. Gehen die PS nicht nur an die Frontachse bei dem, die 200? Weil wenn ja, dann hast du einen frontangetriebenen 200 PS. Oh nein, Alter. Okay. Ich weiß schon, dass ich... Also ich glaube, letzter werde ich nicht unbedingt, aber ja. Und ich glaube, für Andi wird es auch richtig böse. Ja, ich hoffe, ich kann die Karre behalten. Mir wird grad du musst einfach gucken, dass du deinen Allrad... Mir wird grad geil. Bis 19.000 Umdrehungen kann ich drehen. Mir wurde gerade mein aktuelles Auto nicht angezeigt, aber er hat glücklicherweise trotzdem das Skyline eingewählt. Ah, am Start bin ich echt gut weggekommen. Jetzt ist halt kacke. Oh, scheiße. Komm schon, du bist für die Rundstrecke gemacht. Du musst das können. Ich glaube, der andere ist aber auch für die Grundstrecke gemacht. Das halte ich für eine Lüge. Nein. Okay. Checkpoint verpasst? Ja, weil ich in dir drin war und konnte mich nicht mehr richtig orientieren. Da muss ich jetzt gucken, dass ich keinen Fehler mehr mache, dann hole das vielleicht nicht mehr ein. Also Ray, ich glaube eher, die haben bei mir noch irgendwo eine Tür rumliegen gehabt und haben dann daraus noch die Karre gezaubert. Das ist so verwirrend ohne Motorengeräusche. Du hörst nur dieses. Und im Innenraum hört man gar nichts. Also, Ray, halt dich bitte vor Chucky, ja? Ja, ich. Boah, der ist schon direkt wieder hinter mir. Ich glaube, das klappt nicht. Chucky verpasst noch einen Checkpoint. Nein, du verpasst gleich einen. Nee. Ist egal, ihr könnt so viel Checkpoint verpassen, wie ihr wollt. Ah, ich war schon wieder gegen die Wand, ey. Wie ist denn das so schlimm, wenn man mehr Motorräusche des anderen hört. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt doch nur Zweiter wäre? Darf ich da noch meine Kategorie auswählen? Wenn du nur... Achso, ja, klar. Weil du nur ein Fahrzeug hast. Also, es sei denn, es haben zwei nur ein Fahrzeug. Dann wird ausgelost, welcher von beiden. Ah, okay. Zeit bin ich mal gespannt zwischen Chucky und mir. Hey, ich habe fast eine ganze Runde habe ich es geschafft, vor uns zu bleiben. Och, Ray. Ja. Hätte ich mehr erwartet. Von Tesla oder von mir? Beides. Also bis auf, dass ich da immer in die eine Mauer fahre, mache ich eigentlich keinen Fehler mit dem Ding. Also ich habe jetzt... Aber es ist schon krass, weißt du, da fährt so ein R34 mit, diese Mega-Ikone. Aber ja, gegen sowas hat es halt einfach keine Schnitte. Ne? Ich habe jetzt gerade nur noch ein Ziel, einfach nicht DNF werden. Ja, das wird aber schwierig, oder? Du wirst bei mir gar nicht angezeigt in den Zwischenzeiten. Ja, ich drehe hinten noch gemütlich meine Runden. Ich kann euch auf der Map sehen, ihr seid jetzt genau gegenüber von mir. Also ich bin 15 Sekunden, wahrscheinlich beim nächsten Checkpoint schon 16 Sekunden, ja. 29 Sekunden gerade. Ja, das klappt, das schaffst du nicht. Ja. 30 sind's, ja. Oh Gott, komm rum. Tesla ist einfach so ein schwerer Bock. Aber das Zählen lässt sich auch noch mal ein paar Sekunden Zeit, aber na gut. Jetzt wird's immer mehr. Nach jedem Check waren 2 Sekunden mehr ungefähr. Ja, letzte Runde habe ich Hackengas gegeben. So. Da macht sich Allrad bemerkbar, ich hatte zu viel Windspin. Ja, also auch wenn du dir die Rundenzeit anschaust, wirklich große Chancen hättest du nicht gehabt, glaube ich. Ja. Aber ich bin ja schon fast nah dran.
Ja, das war schon gut, also. Du hast weniger Abstand zum Atom als der Atom auf mich. So, und da wurde es doch ein DNF, so wie es ausschaut, wa? Jetzt ist er komplett raus, oder? Rein. Bei DNF schaltet man komplett aus. Ja, genau. So, ich glaube, die Teilnehmer müssen langsam wieder mal informiert werden, was so für Fahrzeuge sie eigentlich noch haben. Ja, wenn ich das richtig habe, habe ich noch zwei. Ja. Ich habe drei. Korrekt. Also, Chuggy darf auswählen, was er von beiden nimmt. Tami doch auch, glaube ich, oder? Ja, ich habe auch zwei. So. Ja gut, bei Chuggy hat sich's nicht geändert. Das sind immer noch die zwei gleichen. Gewonnen hat Andy, also darf er auch weiterhin entscheiden, was als nächstes kommt. Ich finde mein Auto gerade nicht. Da ist Licht. Das ist eine schöne Disziplin auf jeden Fall. Na gut, den Karren muss ich mal eben kurz kaufen. Ich weiß nicht, warum der mir fehlt. Ach ja, ich hatte den ja am Anfang gar nicht. Ja, logisch. Logisch, ja. Logisch, logisch, logisch. So, muss ich auch erstmal gucken, ob ich den hab. Das ist nämlich die Zeit, wo jetzt die neuen Autos dann so langsam drankommen. Super schlau von der Seite her heranzugehen. Ups. Nein, ich hab den nicht. Ich muss ihn auch kaufen. Andi kann ja schon mal sagen, was er machen will. Ja, ja, ich such grad. Da ist er. Ja, ne, Moment, was haben wir denn? So, Deli. Aber, achso, ich habe bald unter der falschen Marke geguckt. Wahrscheinlich habe ich ihn doch, ne? Ne, habe ich doch nicht. Okay, ich muss ihn doch kaufen. Verwirrung! Der Karren kann ja nix. Dir sag nicht, was der Wagen nicht kann. Sag, was du machen willst. Ja, Preis, das niedrigste gewinnt. Also aufsteigen müsste das sein. Ja. Okay. Dann, wo treffen wir uns? Surfers Paradise, vor am Festival? Ja, du kannst noch Parkplatz nehmen. So, da komme ich gleich raus. Warum kaufe ich nicht, denke ich mir jetzt die Karre? Ja, ich kaufe mir jetzt auch, aber... Ich gebe ihn wahrscheinlich gleich wieder ab. Wahrscheinlich ist es wo treffen wir uns jetzt? Surfers Paradise Dings hier. Festival. Ich habe für den Preisvergleich genau den gleichen Wagen gehabt eben. Öha. Ich habe mal gewechselt. Dann bin ich schon mal drunter. Was hat Chucky? Habe ich mir jetzt ins eigene Bein geschossen. Eine Kategorie. Eine Kategorie, in der ich mal einen Pluspunkt habe. So, ja, dann Andi darf auch beginnen, da er schon die Kategorie gewählt hat. 63.000. Okay, Tamin. 95.000. Chucky. 25. Ich hab 25.000. Oh, fuck. Ja, ich hab 70.000. Damit gewinnt Chucky und Andy behält's Fahrzeug. Tamin hat nur noch ein. Und Tamin hat nur noch ein und darf die nächste Kategorie entscheiden. So, was hab ich denn jetzt dazu gekriegt? Da hab ich mein nächstes Fahrzeug. Viper und okay, den Vauxhall Lotus Carlton hast du dazu bekommen. Naja, noch, gut, ich muss noch verkaufen. Geht. Tschüss. Ja, wenn ich schon hier bin, kann ich den ja auch schon mal direkt hier holen. Aber ich fahre nicht raus, weil Chuggy soll sich jetzt schön erstmal entscheiden, was er hier, ne? Darf ich mich entscheiden, weil ich noch einen hab? Ich wollte gerade sagen, Tamin ist doch dran. Achso, Tamin, sorry, ja, mein Fehler, ja. Tamin entscheidet Kategorie. Ist aber eigentlich egal, was ich mache. Ich glaube, der Wagen schlägt hier in keiner Kategorie.
Fuck, ich muss denn zurück. Irgendeiner muss gut sein. Also du hast den RS4, dann nicht. Es sei denn, er hat ein Auto, was ich ausgewählt habe. Dann könnt ihr ein Problem haben damit. Okay. Tuning runterwerfen. Ich nehme einfach mal Gewicht so schwer wie möglich. Gewicht so schwer wie möglich, oh Gott, okay. Komm schon raus mit meinem Dicken. Warum habe ich jetzt nicht die normale Version? Die wäre nämlich schwerer. Jetzt musste ich hier die sportliche Variante von dem Ding. Moment, Gewicht das höchste gewinnt. Da hat sich aber, glaube ich, einer ins eigene Bein geschossen. Kann gut sein, der Wagen. Keine Ahnung, was der sonst packen sollte. Jetzt kommt der Elektro-Wichser. Ja gut, ich habe verloren, ich bin raus. Jetzt gucken wir jetzt gleich mal noch. Einer fehlt nämlich noch. Black Race hat gar nicht abgezogen. Ich habe gerade gesehen, ich muss das Tuning noch zurücksetzen von dem Fahrzeug. Und V-Max auch nicht, von daher. Im Shelby hättest du Driftzone machen müssen, du Bauer. Ich kann aber nicht driften. Ja, das ist der Grund, warum ich es auch nie nehme. Achso, na gut. Oh, ich glaube, ich habe gar nicht so schlechte Karten, glaube ich. Dann würde ich sagen, Tamin fängt mal an. Aufgerundet? 1,8 Tonnen, sonst 1,765. Mach mal lieber genauer, weil ich glaube, sonst wären wir da nicht glücklich. Ja, also eine Tonne 765 Kilo. Okay, Chucky? Eine Tonne 343 Kilo. Puh. Ja gut, leider wiegt nicht viel. Jetzt guck, mach ich und Andi wahrscheinlich mit dem schwersten zum Schluss. Komm, W16, muss so ein bisschen was wiegen. Ja, 1834. 2196. Das war so klar. Also ein schwerer Bock, aber ich kann immerhin das Auto behalten. Dann bekommt. Warte mal, das Schlechteste war jetzt der Carlton, ne? Dass wir das von der Reihenfolge her richtig hier machen. Tamin ist leider raus. Der erste Ausgeschiedene in einem Forza-Quartett in Forza Horizon 3. Ja, es ist eine kleine Ehre. Auch wenn es keine tolle Ehre ist. So. Erika. Dann, Andi schicke ich mal seine aktuelle Liste zu. Ja, gut. Okay, bei mir ist nur ein Auto dazugekommen. Das sollte ich mir noch merken können, glaube ich. Ja. Chucky, wie viele hast du? 3. Irgendeine Viper, okay. Ich weiß noch nicht genau, welche das ist. Die GTS SAT. Von 2013. So, wer ist denn jetzt dran? Chucky hat noch 3 und Andi hat gewonnen, also darf Andi entscheiden. Ah, was nehmen wir denn? Wir machen definitiv wieder Rundkurs, das ist schon mal klar. Okay. Und welchen? Die gleiche Strecke wird es, glaube ich, langweilig, oder? Ist die einzige, die du kannst, ne? Ach ja, die Autowechseln war ja noch. Ah, nimm eine andere, komm. Da muss ich ja die Viper jetzt fahren, wa? Gibt ja genug. Dann nehmen wir mal die Dreibrücke-Rundstrecke, die direkt südlich ist. Okay. Ohne Kollision mal wieder. Okay. Hab ich nichts gegen. Bei dem Fahrzeug, was ich hab. Hey, du hast jetzt nicht den Atom, oder? Nee. Was viel Böseres in meinen Augen. Okay. Ja, jetzt habe ich Angst. Moment. Das gewinnt noch. Wieso? Darf ich auswählen, was ich fahre? Nee. Du hast 3. Ja, leider. Och Gott, nein, Ray. 3 Brücken? Achso, das ist da. Habe ich ja gar keine Schnitte. Ja, kann nichts für, der ist jetzt halt wieder mal dran. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich gewinne ich jetzt auch mal, ja? Du hast am Anfang schon gewonnen, das reicht. Ja, die erste Ausgabe habe ich aber nicht gewonnen. So. Und die habe ich gewonnen. Ich bin der Titelverteidiger jetzt eigentlich. Ja. Okay. Da hast du auch so ein erst mega Scheiße zurückgelegen und dann hast du den Comeback des Jahrtausends. Ja, aber ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Lambo verliere, ist relativ hoch. Jetzt gucken wir mal. Wie viele Runden? 3, ne? Und. Ja, Kollision aus. Kollision aus, alles klar. Bestätigen.
stellen. Ja. Go. Ach Gott. Aber die Viper ist auch nicht so schlecht. Nicht so ja, aber gegen, ja, also sagen wir es mal so, der Ultima dürfte eigentlich, wenn man es auf den Asphalt bringt, wird das Ganze erhaben sein. Soll ich für euch jetzt eigentlich mit irgendeinem Wagen mitfahren, damit es schneller geht? Und, wieso? Muss man da abfahren? Sonst müsst ihr jetzt warten. Nein. Nö, der Countdown läuft so oder so ab. Also dem her. Das schon, das geht nur schneller, wenn ich mitfahren würde. Ah ja. Wer sagt das? Ja, ja, doch, ich glaube, diese 30 Sekunden Wartezeit ist dann nicht so schnell, so lange. Aber eigentlich so ein Duell, was man auch nicht alle Tage sieht. Nee. Wobei ein Auto könnte sich gleich stehen bleiben und sich und den Schlüssel abgeben. Vielleicht verpasse ich ja einen Checkpoint. Na, diesmal ist ja kein Lukas da, der mich vom ersten Checkpoint rausdrücken kann. Na gut, wir haben E-Kollision aus, auf deinen Wunsch. Ja. Der ist fies, der Erste. Alter. Die Kurvenspeed ist halt fies, ey. Das war mit Halbgas. Soll ich mich gleich rechts ranstellen? Ja, vielleicht passt ja jemand Checkpoint, aber ich glaube, selbst dann... Ja, selbst dann macht es keinen Sinn. Ich habe keine Schnitte hinter euch herzukommen. Jetzt nochmal kurz zur Information. Das ist ja das, was ich am Anfang der Folge erwähnt habe. Da jetzt Tamin leider ausgeschieden ist. Oh, ja, okay. Genug des Mitleids. Ist es jetzt so, dass der zweite Platz kein rettender Platz mehr ist? Das heißt, der Sieger kassiert jetzt tatsächlich die Fahrzeuge der beiden Verlierer. Beziehungsweise generell kassiert der Sieger immer die Fahrzeuge der beiden Verlierer. Und damit gibt es keinen rettenden Platz mehr. Geht es in die heiße Phase auf jeden Fall. Hier. Das Ding ist halt schon geil, wie das Ding auf dem Asphalt klebt, ja. Ich hätte Drag Race machen müssen. Ich glaube, selbst dann hättest du keine Schnitte. Ja, egal, dann wäre ich schneller das Auto wieder losgeworden jetzt. Ja, klar. Also wäre knapp geworden. Ja, aber der Ultima ist gerade was Beschleunigen, also gerade hinten raus angeht, ist ja schon böse. Ja, aber der Dampf ist ja konstant eigentlich. Durch den Allrad habe ich durch den Start verdammt viel gut auf dich gemacht. Ja, das stimmt schon. Man kann es nur mutmaßen. Ich glaube, ich habe mich einfach falsch entschieden. Wer weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja das Duell irgendwann irgendwie wie mal wieder so. Nein, Checkpoint verpasst. Ja. Oder verarschst du mich? Nee. Aber nur den. Das macht Scheiße. Bei mir auch keinen Unterschied. Ich wollte noch einen Rückwärtsgang einlegen, aber es hat nicht gereicht, weil der Countdown schon so schnell abgezählt hat. Nein, Alter, was mach ich denn? Jetzt bloß keine Scheiße bauen. Doch, ganz viel. Ach, du hast so ewig viel Vorsprung noch. Ja, Ray geht zu mich. Da hat er gerade keinen Vorsprung. Schlimm ist, ich komme auch nicht wirklich näher. Alter, das gibt's nicht. Fuck. Das war dein Fehler, sonst hätte es, glaube ich, gereicht. Nein! Aber hättest du den Fehler nicht gemacht, hätte ich es nicht geschafft, ey. Jetzt habe ich echt ein bisschen Angst gekriegt. Ja, die 20 Euro krieg ich später, oder? Oh, nee. Das muss ja genügen, diese kurze Hoffnung musste dir jetzt genügen. Oh. Ja, ich musste halt schnell um die Kurve rum. Fuck it, Alter. Ja, klar, alles oder nichts halt, ne? So, dann bin ich jetzt wieder bei meinen ursprünglichen, die ich unten habe. Ja, zwei Stück hast du noch. Das heißt, du darfst wieder entscheiden zwischen beiden. Während aber keiner einen hat, also darf ich die nächste Kategorie jetzt nochmal entscheiden. Alter, was mache ich denn da?
Problem ist nur, egal was ich nehme, ich bin gearscht. Du nimmst jetzt egal. Achso, Arthur, ja, gut. Gute Frage, was ich hier jetzt nehme. Komm, mach mal Driftzone, oder? Muss kurz mal was checken bei dem Fahrzeug. Nee, Driftzone, das kriegst du mich nicht hin. Zumal ich nicht das Gefühl habe, dass ich damit gewinnen würde bei dem Fahrzeug. Gerade mal kurz gucken. Habe ich das Fahrzeug überhaupt? Schon. Hey, wo ist denn die Karre? Das ist auf jeden Fall. Ich muss den erstmal zurücksetzen. Ich habe den aus Versehen getuned. Bringt mir wenig. So. Ich hätte eine Idee, was ich mache, aber ich muss es erstmal gucken. Ach komm, ich guck einfach hier, das ist ja scheißegal. Aber ich muss ja so oder so holen. Scheiß drauf. Ein Moment Geduld. Please hold the line. Please hold the line. Da. Ja. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Viertelstunde geht noch. So. Rück. Design auch noch löschen. So, und zwar, wir machen Gewicht, aber ja, es gewinnt diesmal das, also es gewinnt wie letztes Mal auch das höchste Gewicht. Also je schwerer, desto besser, ja. Ja. Da habe ich trotzdem verloren. Egal, was ich mache. Ja, bei dir weiß ich, was für Fahrzeuge du hast. Weil du hast schon die ganze Zeit eigentlich mehr oder weniger immer die gleichen. Das heißt, du hast zwei Leichtgewichte. Deswegen ging ich dürftig. Ja, ist aber bei Andi weiß ich es jetzt leider nicht. Aber Andi hat auf jeden Fall noch den Tesla. Wenn er den jetzt hat, dann wäre kacke. Ja, leider nicht. Okay, ja, aber der wiegt ja auch, oder? Fuck, Alter, das könnte knapp werden. Ich glaube, du wiegst mehr. Ja, ich glaube auch, dass es ein bisschen mehr wiegt. Normalerweise schon. Einfach weil der Motor viel größer ist und... Ja. Aber jetzt gucken wir gleich. Jetzt warten wir noch auf Chucky. Mit was er sich entscheidet. Mit dem leichtesten wahrscheinlich. Ist der leicht? Nee, der ist schwerer sogar, oder? Der ist schwerer, ja. Ja, okay. Aber kleiner. Wiegt aber so. Trotzdem nur 998 Kilo. Dann würde ich einfach sagen, ich fange an, weil ich es vorgeschlagen habe. Meiner wiegt, also ich gehe einfach die Zahlen durch und wir vergleichen einfach mal, okay? Okay. Wir fangen vorne an. Ich fange mit einer 1 an. 7? Hä? Ach nee, das ist eine 1, Entschuldigung. War der falsche Nissan. Ja, ich glaube auch mit 7. Das ist ein anderer. Also die erste Zahl entscheidet, okay, da habe ich eine 9. Ja, du bist raus, du hast eine 0. Du bist eine Null. So, alles klar. Dann, jetzt wird es eigentlich schon entscheidend. Da habe ich eine 6. 5. Ja, geil. Okay, gut. Dann mehr brauchen wir gar nicht weitermachen. Du wiegst, glaube ich, wenn ich es richtig habe, 80 Kilo mehr. Ich habe 1560. Ja, ich habe 20. Also sind 60 sogar nur mehr. Knapp, aber reicht. Das ist einmal ein halber Amerikaner, der auf dem Rücksitz ist. Glückwunsch zum Anlasser hier. Ja, Chucky darf jetzt entscheiden. Ja, genau. Welches Fahrzeug nimmst du? Ich nehme den Ariel, was sonst? Ja, du darfst entscheiden, was wir machen. Ja, wenn das so ist, Gewicht am wenigsten. Ich muss mir die Karre erstmal kaufen, Moment. Gewicht, oh Gott, den Gewicht am wenigsten, okay. Ja, dann... Am wenigsten, Moment.
Werkzeug haben. Also ich kaufe Er hat doch eh gewonnen, da brauchen wir gar nicht was. Nee, eigentlich brauchen wir es nicht machen. Also okay, Gewicht am wenigsten. Er hat den Aerial Atom, nochmal zur Info. Ich hätte den Audi RS4 gehabt und Andi den Lotus, also Volkswagen Lotus Carlton. Okay, da wäre wahrscheinlich der Lotus der leicht, der hat 1,3 gehabt, ne? Der Audi 1,6 oder so. Ja, aber der Audi wird noch mehr haben. Bin ich ziemlich sicher. Okay. Der Carlton hat 1,3. Ja. Er hat 1,6. Na, 1. Echt? Ja. Ich bin gerade im Autohaus, da steht 1,6. Weil vorher hat er 1,3 gehabt, deswegen hat mich das jetzt auch verwundert. Da hat irgendjemand dann was falsch gemacht vorhin mal. Egal, ist jetzt so. Ich gucke auch im Autohaus, deswegen irritiert mich das gerade. Vauxhall Lotus Carlton. Ja? Ich gucke auch mal. 1,65 wiegt der, ja. Mit 666 Leistungsindex. Oh, voll das Satans-Auto. Hat da jemand ein getuntes Auto oder so? Ja, nö. Weil ich, ja, ist ja auch egal. Ich musste mal ein Auto ausgucken, deswegen. Nächste Runde. Achso, ich bin ja dran. Nee. War die ganze Zeit, bis jemand mal sagt, was angeht. Dann würde ich sagen, wir fahren. Ja, Moment, Chucky hat doch gewonnen. Echt? Ja. Achso, ja, stimmt. Ich bin voll der Arsch, ja. Ich denke immer, ich gewinne. Ja, Chucky entscheidet natürlich. Was haben wir denn? Das erste Mal, dass ich mal was entscheiden darf. Wo haben wir denn das Fahrzeug? Lass mal umlackieren. Bei einer Stunde ist übrigens Schicht im Schacht. Das heißt, wir haben jetzt noch knapp 12 Minuten. 13, 12, 13 ich wäre Minuten. Für einen Bremstest. Ja, okay. Könnte klappen. Nee, könnte nicht klappen. Wir müssen uns nur noch auf eine Geschwindigkeit einigen. 50 km/h. So. So, warte mal, das heißt, ich habe jetzt eh nur noch zwei Fahrzeuge, oder? Und du hast zwei, du kannst dich entscheiden, von welchen von beiden, ja. Ja, komm, das ist aber irrelevant. Bremsen beide gut, meinst du? Ja, selbst natürlich. Ich glaube, der ist. Also, ich glaube, vom Gewicht und von den Bremsen, die verbaut sind, ist es gut. Nur ich glaube, die Reifenmischung, die ich ja hier habe, die wird mir das Genick brechen können. Ja, ich weiß, ich habe das dumme Gefühl, dass das keine so gute Idee war. Ich weiß ganz genau, was ich mache. Ich habe einen Plan B, wenn ich jetzt verlieren sollte, wie ich doch noch gewinne. Oha, jetzt kommt's aber. Aha. So, ich bin bereit. Ich guck gerade mal kurz im. Was der Topspeed hier überhaupt hinkriegt. Und ich glaube, von mir müssen wir es fast abhängig machen. Okay, es geht sogar. Entschuldigung. Ich würde sagen, 200.0 machen wir. 200, okay. Ja, das solltet ihr drauf, oder? Ja, oder ja, 180 200 vielleicht. Passt. 200.0, okay. Kurz, ich muss ja auch noch die Rute setzen. So, ich bin im dritten Gang bei 200. Gibt es Bonuspunkte? Ja, Ray, du musst die Rute doch gar nicht setzen. Wir sehen doch, wer weiter vorne ist. Ja, ich mach's aber, dass ich sehe, wie weit ich noch hab bis zum Bremspunkt. Das ist für mich irgendwie angenehmer. Oh. Okay. Ah, das geht sogar. 1,7 Tonnen ist zu heftig. Die habe ich auch, mein Freund. Ich glaube, es ist ein bisschen eindeutig. Ja. Ja. So. Aber es war fast klar. Ja, also hätte mich jetzt gewundert, wenn ich es nicht gewinne, muss ich ehrlich sagen. So. Ich habe jetzt noch ich einen. Ich habe zwar gewonnen, darf aber trotzdem nichts entscheiden, weil Andi nur noch ein Fahrzeug hat. Und ja, machen wir mal das höchste Gewicht, würde ich mal sagen. Aber also ein Tesla, ey, oh Mann. Ja gut, das müssen wir jetzt nicht holen. Ich glaube,
Tesla mit 2, irgendwas Tonnen ist absolut das Schwerste, das hast du gewonnen. Ja. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Ja, du gewinnst von mir den Acura NSX, der müsste der zweitschwerste wahrscheinlich sein. Der wiegt nämlich 1,7 irgendwas auf jeden Fall. Viel. Viel ja, auf jeden Fall. Bei mir würdest du den kalten kriegen. Ja, der hat 1,652, haben wir ja gerade eben geguckt. Eben. Ja. Das heißt, ich hätte dann nur noch eins und um es irgendwann mal voranzutreiben, ich nehme einen Dreck. Ein Drackreis, okay. Ja, ja ich möchte aber, welches Auto darf ich denn jetzt nehmen? Ja, ja, ich schicke dir die Liste. Einen Moment. Ach, komm schon. Okay, Track Race. Also ich glaube, momentan halten wir uns gerade immer so ein bisschen auf. Ich meine, ich habe halt ein richtig großes Fahrzeugmonopol. Also ich glaube, um das nochmal umzureißen, wird schwierig. Jetzt muss ich die Karre wirklich noch kaufen, ernsthaft. So, jetzt muss ich deswegen habe ich jetzt gesagt, ich mache einen Drag und gut ist, weil ich hangel mich sonst immer nur mit Gewicht hier voran. Ja, aber es ist ein Mittel. Moment, darf ich mal ganz kurz fragen, wonach wurde jetzt entschieden, welches von den beiden Fahrzeugen ich als erstes bekomme? Immer der Verlierer bekommt man als erstes zugesteckt, dann den zweiten Verlierer und dann das eigene Fahrzeug, falls man gewonnen hätte, zum Beispiel. Ah ja, okay. Das, so mache ich das immer. Hättest du nicht irgendwie die Rücksitze oder so ausbauen? Nee, hat er ja gar keine. So. Irgendwie ich glaub, wir verlieren, Reifenweg oder so. Wir verlieren, glaube ich, so oder so. Oh, ist das ein geiles Auto. Also, ich verliere mit hoher Wahrscheinlichkeit. Je nachdem, was du jetzt hast. Der Topspeed ist gar nicht mal so verkehrt bei dem, aber mit einer Beschleunigung gegen den Atom. In dem hat er halt sich noch echt eine Trumpfkarte, der Chuggy, ey. Ja, so habe ich halt den Tesla auch. Wir müssen einen halt rausekeln aus dem Rennen, weil das ist ja, das Spiel endet, sobald die Zeit zu Ende ist oder nur noch zwei Spiele übrig sind. Aber ihr haltet euch da alle gerade. Ich habe extra eine Kategorie genommen, wo es wahrscheinlich wäre, dass ich unter Umständen verlieren würde. Ja. Ach Bullshit, der hätte beschleunigt wie nichts anderes. Ja, da hast du da mal keine Chance. Da hätte ich, glaube ich, nicht mal mit der NSX groß eine Schnitte gegen. So, alles klar, ja. Na gut, dafür hapert's bei mir mit dem Topspeed, ne? Ja, den hätte ich mit der NSX auch nicht. Ich glaube, die NSX ist sogar einen Tick schneller. Ja, bis wir da hinkommen, bist du schon 5 Kilometer weiter. Ja, solange da jetzt nichts bei ist, was Allrad hat, könnte es sogar klappen. Also, Ray, ich rede jetzt leise, Chucky hört uns da nicht. Ich mache jetzt wirklich die extra Gewichte dran an seinen Wagen, okay? Ah, alles klar. Ich doch die hängst du nochmal zwei weitere Aerial Atoms hinten dran, da wiegt er ungefähr so viel wie ich jetzt wiege. Und ein Duftbaum mit Stahlgeruch. Das hilft immer. Andi, nimm doch einfach eine Stahlkette um die Antriebsachse. Eine schöne Stahlkette drum und fährt über ein Stahlseil. Oder ich setz einfach einer Kalmon zu dir rein. Der sitzt doch schon bei dir. Also ich glaube, die Folge wird auch wieder damit enden, dass die Zeit zu Ende geht. Darf ich nicht einfach stehen bleiben, oder? Kannst du auch, das musst du wissen. Ey, ich komm besser weg wie... Ah, war jetzt schon ganz schade. Ja, und ihr so? Ja, ne? Vierter Gang ist entspannt. Der Drehzahlbegrenzer ist nicht entspannt. Da komme ich bei weitem nicht rein. 8,5er Gang, oh Mensch. Ich schaffe nicht mal 300, so ist ja erbärmlich. Habe ich auch nicht geschafft. Gut, war mir eigentlich vorher klar schon, dass es so ausgeht. Aber was soll's. War ein knappes Ding. So. Das heißt, der Chucky darf nochmal entscheiden, ich habe zwei Fahrzeuge, super. So, das ist jetzt übrigens schon die 12. Runde, die wir jetzt spielen, ne? Was habe ich denn jetzt als Fahrzeug? Jetzt drankommt. Moment, aktualisierte Liste wird gesendet.
Qualitätsverbindung zum Senden wird aufgebaut. Ich darf wieder entscheiden, was kommt. Ja. Ja, ich sehe auch das Auto, welches ich nehmen muss. Nämlich das, wo Andi gerade drin sitzt. Wo Andi jemanden drin vergessen hat, ganz genau. Ja, ich muss noch hier meine ganzen Utensilien aus dem Fahrzeug räumen. Ich glaube, Chucky und ich schieben uns vielleicht die Karre hin und her. Momentan ist echt so ein bisschen. Ich gebe immer ein bisschen was wieder ab und bekomme dann wieder irgendwann mal vielleicht wieder was. Und deswegen könnte man das ewig so weitermachen, deswegen haben wir ein Zeitlimit. Und wenn Chucky noch ein bisschen länger braucht, ist es auch die letzte Gefahrenschild. Gefahrenschild, alles klar. Ja. Wollen wir nicht einfach sagen, das ist die letzte Runde, weil wir haben, glaube ich, noch 3 Minuten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, ist die letzte, ist auch jetzt die letzte Runde. Ja, okay. Es geht eigentlich nur noch um Platz 2, weil ich habe eigentlich safe gewonnen. Ich habe so viel Fahrzeug. Ja, ich habe so viel Fahrzeug. Und bei dem hier bin ich mir eh sicher, dass der kaum irgendwo mithalten kann, vernünftig. Welches Gefahrenschild machen wir denn? Sekunde. Ray, ich gehe all in, ziehst du mit? Nee. Ach nee, falsches Spiel, Moment. Das wäre falscher Schachzug, jetzt hier all in zu gehen. Ich port mich mal hin. Ray rollt weg. Hättest auch sagen können, wie es heißt. Ich habe jetzt nicht auf den Namen geguckt, sorry. Ups. Das ist da, oh, das ist da, okay, alles klar. Bergspitze. Du bestimmst übrigens, von wo wir starten, ne? Geht Chucky gar nicht. Das wäre halt auch mal geil. Die machen ein Gefahrenschild und dann machst du einfach nur 5 Meter oder so, weil du irgendwie so ein Allradmonster hast, was irgendwie beschleunigt, die anderen nur Hecker. Fände ich cool. Wäre eine Idee. Egal. So, ich hol mal mein Fahrzeug. Oh je. Okay. Offroad. Genau deswegen. Aber ich glaube, ich habe mich für die richtige Karre entschieden. Ja, könnte sein. Also besser als der Tesla wärst du ja wahrscheinlich schon. Ja, Hauptsache wenig Gewicht. Wobei, glaube ich, bei deinen verbleibenden Fahrzeugen, wenn ich da noch richtig informiert bin, glaube ich, Gewicht ist bei beiden so oder so nicht gerade. So, von wo da, wo, ja. Da, wo Andi steht. Okay. Gut. So. Bumblebee, bitte transformier dich jetzt. Ich weiß, du kannst dann viel höher springen. Oh geil, ich setz da unten, fehlgeschlagen, ich setz da unten auf. Ich hab's nicht mal über die Kuppel geschafft. Also ich hab 108 geschafft. Also wie war es auf keinen Fall. 143? Okay, ja. Dann ist es eigentlich, glaube ich, klar. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann beenden wir das Ganze. Ich fasse aber dann nochmal zusammen, wer welche Fahrzeuge denn hat. Und zwar. So, auf Platz 4, der Tamin, ist er noch da? Ja, er ist noch da. Ja. Der hat genau kein Fahrzeug mehr, der läuft momentan eigentlich. Der hat ein Fahrrad gekauft. Genau. Dann auf dem dritten Platz der Chucky, der hat jetzt noch in der Garage stehen den Infiniti Q50 und den Ariel Atom 500 V8. Dann auf Platz 2 der Andi mit dem Tesla Model S P90D, dem Chevrolet Camaro Supersport, den ich jetzt gerade noch hier habe, den Vauxhall Lotus Carlton und die Acura NSX. Dann auf Platz 1, juhu, endlich, aber ich habe auch einen guten Start gehabt, muss man sagen. Ich habe in der Garage stehen den Bugatti Veyron Supersport, die SRT Viper GTS, den Lamborghini Aventador LP 57-4 Super Veloce, den Ultima GTR 720, den Datsun 2000 Roadster, den Nissan Skyline GTR R34, den Mercedes-Benz S&S AMG, den Audi S4, den Ford Shelby und den Lancia Delta S4 Gruppe B. Und damit würde ich sagen, mit dem Fuhrpark, den würde ich sofort eintauschen zu dem Fuhrpark, was ich gerade aktuell wirklich habe. Weil fast nein. Wäre schon ein krasser Wert. Allein der Bugatti und auch der Aventador und so. Hey, aber mal ganz kurz, Chucky, den Ariel hattest du von Anfang an jetzt, oder? Den hast du nie abgegeben.
Krass. Den habe ich die ganze Zeit gehabt. Also merkt euch beim Quartett, wenn ihr den Areal bekommt, dann kann der gar nicht verlieren. Ja. Vielleicht. Mal gucken, vielleicht ist er beim nächsten Mal wieder dabei, so als, ne, als Joker. Egal. An der Stelle sind wir auf jeden Fall raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank an die drei netten Herrschaften, die ja mit dabei waren. Das war's wieder mal mit einer Folge Forza Quartett hier von Forza Horizon 3. In der nächsten Multiplayer, oh, jetzt kriege ich ja noch Zungenbrecher. In der nächsten Multiplayer-Folge weiß ich noch nicht, was wir machen. Das entscheiden wir wieder per Zufall. Wer aber gerne auch mal dabei sein möchte bei so einer Multiplayer-Folge, beziehungsweise die Chance haben möchte, bei so einer Multiplayer-Folge dabei zu sein, der schaut am besten einfach immer donnerstagabends auf unserem Teamspeak vorbei. Wer kein Teamspeak hat oder nicht mal weiß, was das ist, der hat im Prinzip schon die Bedingung, damit zu machen, eigentlich schon verkackt. So hart es klingt, aber man muss halt irgendwo mal die Grenzen ziehen. Gut, ich bin jetzt auf jeden Fall raus und sag Tschüssi! Tschüss. Tschüss. Tschüss.